Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Part Anno 2205. Gefällt mir. Wir haben schlussendlich Firmenstufe 100 oder Firmenlevel 100, so dass wir jetzt hier die Sektor-Quest weitermachen können. Titan, jetzt will der Titan. Ich habe die Route geprüft. Die Lieferungen sollten bald eintreffen. Spielt alles keine Rolle. Schau mal auf die Bilanz. Die ist eh viel zu gut. Oh, da gehen die Zahlen auf. Drrrt. Dadurch werden Kapazitäten frei. Völlig richtig. Verstanden. Nein, 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 nein. Darauf liefern. Okay. Es macht sich schon auf den Märkten bemerkbar. Nein. Laut der Kampfdaten, die ich erhalte. Wir wollen kein Iridium. Wir haben 1600 Iridium. Das hast du gut gemacht. Wie wär's gleich mit noch einem Job? Verstanden. 100. Ja, warum nicht? Na, die brauchen wir eh eine andere Route. Aber wo kriege ich die her? 100. Die muss ich von da her holen. Kann man da überhaupt was reintippen? Nix. Lieferungen sollten rechtzeitig eintreffen. Das Geld ist auf jeden Fall da. So. Transferroute registriert. Willkommen. Wie geht es Ihnen? Haben wir das? Dann kriegen wir das hier auch fertig und. Du überlässt doch nicht etwa alles dem alten Nick? Bei den kommen auch noch einen bedeutenden Schritt weiter. Brauch noch wesentlich mehr Graphen. Wie sieht's im Kapamba aus? Beim Graphengenerator? Klasse. Können wir uns Graphen kaufen? Willkommen in Nixas, wird dir noch gute Dienste leisten. Zählt das jetzt nur hier oder können wir das überall kaufen? Dann haben wir einen Deal, mein Freund. Mal ausprobieren. Mal ausprobieren. Währenddessen, wir können ja schon mal die Auktion beginnen, weil Einfluss haben wir genug. Geld spielt eh keine Rolle. Seine Zustimmung. Weil übernommen wird der Gegner so und so. Weil es geht mir auf die Nerven, dass der Gegner immer noch auf unsere Aktien bietet. Tja, wenn das. Ich mag Kunden, die wissen, was sie wollen. Okay, jetzt bieten wir mit. Meine Vorgesetzte sagt ja. Dann wir steigen gleich mal ein wenig höher ein. Was sonst? So, jetzt aber. Genau. Geringe Projektauslastung. Also wechselt alles für 6 Millionen den Besitzer. Zwei Stück noch. Okay, jetzt wird's teurer. Jetzt kosten sie schon 40 Einfluss. Nächstes Astronautenteam trifft ein. Aber kein Problem. Währenddessen schauen wir, dass wir hier die Zeit rumkriegen, weil da oben bräuchten wir auch nur mehr
Petrochemikalien, um die Inseln zu besetzen, was momentan kein Ziel ist. Das heißt, hier die Zeit ablaufen lassen. Die üblichen Kanäle waren... Perfekt! Wenn du das tust, wird was... Ja, das ist auch sehr gut. Bestätigt. Container beladen. Höchst zufriedenstellend. Beladen abgeschlossen. Roger. Okay, dann müssen wir gleich mitbieten. Weil Einfluss haben wir momentan nicht und können das Internet abbrechen. Sonst holt er wieder seine Aktien zurück. Meine Vorgesetzte sagt ja. Beladen verstanden. Die wollen wir behalten. Meine Vorgesetzte sagt ja. Okay, 6 Millionen. Gar nicht zufriedenstellend. Bestätigt. Oh hey, da du schon hier bist, könntest du dich gleich für mich um etwas kümmern. Klar, warum nicht? Was haben wir denn für ein Problem? Ist ein wenig dunkel, oder? Die Notfallwarnstufe sinkt wieder. Sie haben es geschafft. Gut, dass Sie hier sind. Wir freuen uns über Ihren... Mehr Einfluss. Was haben wir da? Savik-Provinz. Oder oben haben wir ein Sicherheitsproblem. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Ich sehe mal gar nichts. So. Verstanden. Okay, wir brauchen Naturgas. Das haben wir mit Sicherheit nicht da. Warum bietet er immer auf die Oberen? Der will sich selber zurückkaufen, ne? Aber nicht mit uns. Mir reicht's. So, wir brauchen Naturgas. Warten jetzt wieder das Gas. Ich bin doch jetzt viel zu blöd wieder, oder? Noch mal reinspringen. Ach, das. Okay. Jetzt. Ah, kann nicht von... vom Weltmarkt hergeholt werden. Okay. Gut zu wissen. Das spielt ja keine Rolle. Wir haben es ja auch gleich importiert. Ja, dann ist nämlich das auch mal rum. Und dann wird es wieder heller an. Bist du bereit für eine kleine Herausforderung? Bitte, das ist nicht gerade mein Fachgebiet. Ja, genau. Meins aber auch nicht. Also, das war's für dich.
Die Welt ist wirklich klein. Sag mal, kennst du dich mit solchen Sachen aus? Koordinaten bestätigen. Klar, warum nicht? Erst die eine Ware. Dann mit, sagen wir, die. Okay, da haben wir sogar einen Überschuss. Das heißt, das könnte man sogar selber beladen. Ist das nicht gleich sagen, wir können, dann hätten wir doch beide Waren mitbringen sollen. Das sind wirklich gute Neuigkeiten. Sind unterwegs. Genau, so, jetzt können wir zumindest wieder bauen. Das ist ja schon mal was. Und wieder zurück. Einfluss, dann haben wir da noch irgendwas mit halten. Eine Minute. Alles auf einmal wieder. Jetzt ist auch noch Nacht. Echt, wir sehen schon mal gar nichts. Festigen Sie ein Schiff. Sind unterwegs. Das können wir auf jeden Fall gleich noch machen. Verstanden. Objekt befestigt. Sind unterwegs. Genau. Das ist jetzt auch gleich fertig und das passt perfekt. Ihre Leistung war genau so, wie sich Cassian das erhofft hatte. Hast du Lust auf eine kleine Reise? Eine sehr, sehr ruhige? Ist doch gar kein Problem. Okay. Das machen und was soll man dann damit machen? Okay, schauen wir mal. Schau an, wer da ist. Geringe Projekte. Das hatte ich schon einige Zeit auf dem Radar. Könnten Sie sich darum kümmern? Ich finde dafür keine Worte. Schauen wir mal. Okay, einfach mal da Rinder anscheinend fahren. Ist aber auch irgendwie komisch. Wie aufs Stichwort. Großartig. Ach, zerstör die Gegner. Dafür wirst du bezahlen. Ich wusste, dass du den Job gut erledigen würdest. Ach, befestigen Sie eine Drohne. Klar, warum nicht? Wieder alles auf einmal. Welchen Abschnitt haben wir? 4 von 9, okay. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall noch ein, zwei Parts brauchen. Und dann schauen wir mal. Wir sind ja momentan sehr gut mit dabei, was die 100-Zahlen angeht. Erledigt. Diese Route ist Geschichte. So, jetzt haben wir schon mal die Mikrochips. Seile sind befestigt. Genau. Dann können wir nämlich den Auftrag abschließen und die Waren nehmen. Dass wir dann zumindest das liefern. Sie waren unglaublich. Vielen Dank. Gut gemacht. Sie haben sehr von Ibarra Foxcoms Projekt. Willkommen. Wie geht es? Okay, so siehst alles Schlag auf Schlag. Das
hat spitzenmäßig funktioniert. Dann würde ich aber auch an der Stelle erstmal sagen, wir beenden den Part. Und machen im nächsten Part direkt an der Stelle weiter. Aber bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao.